Herr Stein, sehen Sie. Na, welcher Betrag ist denn sinnvoll, wenn man die Millionen schaffen will? Aha. Also, wir haben 250 Euro, eine einmalige Einzahlung, ja? Das klingt ja ein bisschen wenig. Ja, also die mit 250 Euro fangen unsere nicht so viele Kunden, ja? Hallo, ich grüße euch. Heute habe ich euch mal einen Frischling mitgebracht, der scheinbar noch nicht so lange mit dabei ist. Ja, Herr Stein? Ja? Habe ich schon einmal angerufen, ja, heute? Ja, mehrmals haben Sie bei uns schon angerufen. Haben Sie gesagt, angerufen, ja? Ja, kann sein, genau. Aha. Herr Stein, Manuel Thompson ist mein Name, ja? Mhm. Ich bin aus Handelsplattform Investcore, ja? Sie haben uns geschrieben, ja, zur Aktivierung Ihres Handelskontos, ja? Ja, genau, ja. Aha. Haben Sie schon entschieden, mit welchem Betrag Sie anfangen wollen? Ja, da bräuchte ich vielleicht mal ein bisschen Beratung. Also, ich sag mal, ich möchte natürlich auch ein bisschen damit verdienen, dann sollten wir natürlich auch nicht zu tief ansetzen. Okay. Sehen Sie, also Herr Stein, wir sind ein Online-Handelsplattform, ja? Ja. Und Sie können bei uns mit ganz verschiedenen Aktien handeln, ja? Ja. Es gibt im Finanzmarkt vier verschiedene Märkte, ja? Mhm, also ja. Ja, keine Ahnung. Irgendwie war das Telefongespräch dann dort unterbrochen. Aber der Mitarbeiter hat dann gleich nochmal bei mir angerufen. Also, Sie wieder, ja. War gerade irgendwie abgebrochen. Ah, ja. Okay. Also sehen Sie, Sie können bei uns mit Kryptowährungen handeln, ja? Ja. Was für lautes Echo bei euch? Keine Ahnung. Okay, wie gesagt, können Sie mit Kryptowährungen handeln, also zum Beispiel mit Bitcoin, weil Bitcoin ist die beste mit Kryptokapitalisierung, ja. Kryptowährung in der Welt, ja? Ja. Und kostet in diesen Tagen etwa $50,000, ja? Also der Wert von Bitcoin. Aha. Ja. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, der versteht mich erstens nicht, zweitens lacht er nur und drittens erzählt er wirklich nur Blödsinn. Also egal, was er sagt, es ergibt einfach gar keinen Sinn. Von daher schließe ich mal darauf, dass der Typ wirklich ganz neu ist und wirklich auch kaum Deutsch überhaupt versteht. Aha, und damit können Sie sehr gute Profite machen. Ja, es gibt sehr viele neue Kryptowährungen, zum Beispiel Yuan Coin, der von chinesischen Zentralbank reguliert wird, ja, also das ist sehr regulierte Kryptowährung, ja. Okay, haben Sie auch die Kryptowährung Helium? Wie bitte? Haben Sie auch die Kryptowährung Helium? Helium? Ja. Ja, vielleicht habe ich noch nicht gehört, was du, Helium? Helium, genau, also wie dieses Gas schreibt die sich. Ah. Aha, ja. Die haben wir auch. Aha. Okay. Haben wir Markt für staatliche Währungen, ja? Also zum Beispiel für Euro, Dollar, Yuan, Rubel, ja? Ja. Aha. Können Sie bei uns im Britenmarkt mit Rohstoffen handeln, ja? Okay. Also zum Beispiel können Sie in Gold investieren, weil Gold immer stabil ist, ja? Ja. Können Sie Öl, Gas, also Silber zum Beispiel handeln, ja, mit ganz verschiedenen Aktien. Tja, tatsächlich meine Frage überhaupt gar nicht beantwortet. Ich habe schließlich nach der Kryptowährung Helium gefragt. Aber dann kam er mit irgendwelchen Währungen und letztendlich kam er dann mit dem Rohstoffgas, was ja überhaupt nicht gemeint war. Okay, was ist denn da bei Ihnen im Hintergrund los? Da klatschen so viele Leute. Ein Kunde bei uns wird Millionär geworden. Ach so, okay. Ja, können Sie nochmal in einigen Minuten das hören. Okay.
Ganz genau. Das Geklatsch im Hintergrund ist, weil gerade ein Kunde Millionär geworden ist. Und nicht, weil man wieder jemanden abgezockt hat. Erfolgreich natürlich. Ja, es ist eine Börse, ja? Mhm. Ja. Ja, vielleicht klatscht ja dann bei mir auch mal jemand. Wie bitte? Ich sage, vielleicht klatscht ja dann bei mir auch mal jemand. Warum? Na, wenn ich das auch schaffe. Ja, natürlich. Also das ist sehr strenge Arbeit, so Millionen zu schaffen, ja? Ja, wie lange dauert aber das ungefähr? Wir haben wie bitte? Wie lange dauert es ungefähr? Wie lange, das kann ich nicht sagen, weil es hängt auch von Ihrer Starterkapital, ja? Ja, was sollte ich denn einzahlen, wenn ich auch so eine Million rauskriegen möchte irgendwann? Also das hängt vom Finanzmarkt. Es kann sein nach 2 Monaten, es kann sein nach 3. Es hängt vom Finanzmarkt, ja? Ja. Welche gute Veränderungen im Finanzmarkt wird, ja? Welche gute Finanzprodukte Sie wählen werden, ja? Mhm, ja. Also habe ich gesagt, in 2 Wochen wird Bitcoins Preis in 10.000 gestiegen, ja? Also wenn Sie zum Beispiel in genauer Zeit in Bitcoin investieren werden, ja, können Sie sehr gut Profit machen, ja? Genau. Ich frage den Kollegen, wann ich denn ungefähr die Millionen habe. Und die Antwort ist, in 2 bis 3 Monaten. Ist ganz stressige Arbeit und man muss ganz viel dafür tun. Aber in 2 bis 3 Monaten. Mhm. Okay, das klingt ja gut. Ja? Ja, dann machen wir das mit den Bitcoin. Aha. Aha, sehen Sie, Herr Stein, welche Zahlungsmethode besitzen Sie? Also ich habe eine Dongzhuang-Card. Wie bitte? Also eine Dongzhuang-Karte. Ist das Visa oder Mastercard? Na, weder noch. Das ist eine Kreditkarte, die Dongzhuang. Eine Girokarte, ja? Nee. Girokonto. Das ist eine Kreditkarte, die Dongzhuang-Karte. Jeder, der eine Dongzhuang-Karte beantragen möchte, der bekommt die beim Kollegen Callcenter Terrorist. Jetzt mal hier oben rechts auf das i klicken. Kann ich nicht genau Ihnen hören, ja? Nein, ich sage, das ist eine Kreditkarte, die Dongzhuang-Karte. Aha, eine Kreditkarte. Ja. Aha, ist das Visa aber oder Master? Na, keins von beidem, das ist nur ein anderes. Es gibt ja auch noch Amex und so. Und das ist halt eben Dongzhuang. Ah. Einen Moment bitte. Ja. Haben Sie WhatsApp unter dieser Nummer? Nee, das ist ja ein Festnetz. Ah, Festnetz. Mhm. Haben Sie aber mit Ihrem anderen Nummer in WhatsApp? Nee, WhatsApp gewöhne ich mir gerade ab, weil das soll ja nicht mehr so gut sein. Das habe ich wieder runtergeschmissen. Hier nochmal der eindringliche Hinweis, gebt eure Telefonnummer nicht für WhatsApp raus, also zumindest nicht an solche kuriosen Firmen. Allenfalls für den Kundenservice bei irgendwelchen Sachen, die ihr erledigen wollt, allerdings dann auch wieder nur bei Firmen, die ihr erkennt. Nicht bei Firmen, die ihr nicht kennt. Weil letztendlich werdet ihr dann einfach nur zugemüllt mit neuem Spam, der damit wieder nichts zu tun hat. Will ich einfach verstehen, was für eine Karte besitzen Sie, um Ihnen richtiges Weg zu sagen, ja? Na, die Dongzhuang ist ja so eine Kreditkarte. Also das ist Kreditkarte? Ja, genau. Einen Moment bitte. Ja. Ich hab Zeit. In Ihrer Karte sehen Sie Zahlen, ja? Da stehen Zahlen drauf, ja. Aha, mit welchem Zahl fängt es an? Oh, warten Sie, da muss ich mal gucken. Aha. So, die Karte, die fängt mit einer 6 an.
Mit einer 6. Genau. Und dann sind da, glaube ich, 16. Ist dort IBAN geschrieben oder nein? Nee, da ist nicht IBAN. Die ist, ich glaube, 13 oder 16 Stellen, weiß ich jetzt nicht. Ich kann ja mal gucken hier. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Stellen hat die. Herr Stein, Ja? Können Sie Foto mir schicken per E-Mail, damit ich verstehe, was für Karte ist das? Also ein Foto von der Kreditkarte per E-Mail. Aha. Oder wie meinen Sie? Ja. Ja, nee, sowas macht man ja nicht. Man schickt ja nicht seine Fotos von der Kreditkarte durch die Gegend. Nicht, dass die nachher im Internet landen. Haben Sie auch Online-Banking? Online-Banking habe ich auch, ja. Okay, wenn es eine Kreditkarte ist, versuchen wir es mit einer Einzahlung machen, ja? Ja. Aha, Sie machen das alles selbst. Ich werde Ihnen Schritt für Schritt das helfen, ja? Okay. Okay, einen Moment, warten Sie. Warten Sie bitte kurz, ich gebe einige Einstellungen, ja? Und mal sage ich, wie wir das machen. Ja. So, und da mich der Kerl jetzt ganze 4 Minuten 30 hat sitzen lassen, also warten lassen die ganze Zeit, erspare ich euch das mal und kürze das hier mal wieder ein kleines bisschen, so dass ihr eben keine 4 Minuten 30 ohne Ton da sitzt und mich im Hintergrund mit der Tastatur klappern hört. Mit welchem Betrag wollen Sie anfangen, Herr Stein? Sehen Sie. Na, welcher Betrag ist denn sinnvoll, wenn man die Millionen schaffen will? Aha. Also, wir haben 250 Euro, eine einmalige Einzahlung, ja? Das klingt ja ein bisschen wenig. Ja, also die mit 250 Euro fangen unsere nicht so viele Kunden, ja? Ja, und wie viel Geld kann man maximal einzahlen? Wie viel Sie wollen? Etwa 10.000 können Sie das machen, oder? Ja, geht auch mehr. Wie bitte? Geht auch mehr. Ja. Ja, dann ich würde sagen, dann 25.000. 25.000? Ja, weil wenn, dann schon gleich richtig. Aber es gibt ein einmaliges Limit, ja? Sie können das zweimal machen mit 12.000, ja? Können wir machen, ja. Aha. Warten Sie bitte kurz. Okay. Herr Stein, Ihre Kreditkarte ist vielleicht Maestro, ja? Nee, das ist, wie gesagt, eine Dong Zwang. Ja, aber Zahlungsmethode auf der Karte ist nicht Maestro geschrieben. Nee, das steht da nicht drauf. So, da hat mich der Typ tatsächlich 5 Minuten einfach ohne was zu sagen allein gelassen und dann nach 5 Minuten einfach aufgelegt. Keine Ahnung, was er sich davon versprochen hat. Wahrscheinlich war er hier mit der Dong Zwang-Karte irgendwie überfordert oder hat den Braten gerochen, ich weiß es nicht. Zumindest hat er sich auch nicht mehr zu Wort gemeldet und danach auch nicht mehr angerufen. Ich hoffe, euch hat das kleine Video trotzdem ein bisschen zur Unterhaltung gefallen. Wir hören uns dann morgen wieder im nächsten Video. Wenn alles richtig geht, dann ist das morgen das Video auch wieder etwas länger als heute. Bis dann, ciao, ciao.